So, liebe Vitalisten, heute machen wir mal ein kleines Kochtutorial, nachdem unsere Trainer so fleißig die ganzen Videos für euch abgedreht haben, haben wir uns überlegt, wir machen mal ein kleines Kochvideo für euch. Heute machen wir vorab erstmal als Frühstück oder als auch mal Dessert-Variante Protein-Pancakes. Dazu brauchen wir 4 Esslöffel Magerquark, 60 Gramm Mandelmehl, dann haben wir noch 60 Gramm Dinkelmehl, 100 Milliliter Milch, 6 ganze Eier, die wir komplett verarbeiten, Prise Zimt, Prise Vanillezucker und ein bisschen Backpulver, um das Ganze zu starten. Ich fange jetzt erstmal an, mit den ganzen Zutaten alle in eine Schüssel zu geben. Schon vorher abgewogen. Erstmal das ganze Mehlige, bevor wir die festen Komponenten dazugeben. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, das Backpulver. Schöne Prise, damit sie auch schön aufgehen. Und ein bisschen Vanillezucker. Zack. Prise Zimt darf nicht fehlen. So, jetzt haben wir erstmal alles. Das kann man schon mal miteinander ein bisschen verrühren. Bis wir dann die flüssigen Lebensmittel mit dazugeben. Ich fange an mit dem Quark. Das sind jetzt 4 Esslöffel. Können auch 4,5 werden. Klebt ja immer ein bisschen was dran. Ich könnte hier ein bisschen sauber machen. So, haben wir den Löffel weg. Ich gebe mal die Milch mit dazu. Und Eier separat. Nach und nach. Vollei. Ohne Schale am besten. So. Jetzt, wo wir das hier machen, können wir schon langsam mal unsere Pfanne anmachen. Weil wir brauchen ja eine gut warme Pfanne. Pancakes. Wir stellen hier erstmal auf mittlere Hitze. So zwischen 5 und 7 reicht vollkommen aus, so langsam ein bisschen warm wird. Und gleich haben wir noch was zum Warmwerden. Jetzt fangen wir nämlich an mit dem Rühren. Eine schöne glatte Masse soll es ergeben. Ein paar Klümpchen entstehen, das ist nicht weiter schlimm, das ist der Quark. Das wird ein bisschen fester, aber wenn er aus dem Kühlschrank kommt, ist es dann eher so, dass er ja noch klumpt, bis er sich ein bisschen erwärmt und dann flüssiger wird. Wenn wir das Ganze haben, schön glatt geblüht haben, gucken wir mal kurz, was in der Pfanne hat. Kurz mal die Hand drüber, ist noch nicht so warm. So, dann gehen wir ein bisschen höher. So zwischen 8 und 9. So, der Schnee ist dann weg. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Kelle, um die Größen ungefähr herauszufinden. Fangt mit der kleinsten Kelle mal an, die ihr habt. Danach nehmen wir uns ein Krepptuch oder einen Pinsel, das was ihr zu Hause habt, kurz befeuchten, dass wir nicht zu viel Öl in der Pfanne haben. Hier mal kurz ein bisschen einschmieren. Das mache ich immer gerne auch in einer beschichteten Pfanne, wenn man die Sachen noch nicht so oft gemacht hat. Und dann fangen wir mal an, die kleinen zu verteilen. Da gucken wir mal, wie die ersten werden. Als Dekoration haben wir hier noch ein bisschen gefrorene Himbeeren, ein bisschen Mandelsplitter und alternativ kann man Ahornsirup oder auch einen ganz normalen flüssigen Honig nehmen. Hier wollen wir uns danach noch ein bisschen schön drüber machen. Erstmal gucken, wie sie werden. Und es fängt langsam an zu knistern. Ich
sehen. Wackeln sie schon? Schon mal zwei in der Pfanne. Das ist jetzt ungefähr das Rezept für 4 Personen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch runterrechnen auf 2 Personen oder auf einen, so wie ihr möchtet. Aber erfahrungsmäßig ist immer bei 2 Leuten immer eine optimale Zahl. Um dann auch zu sagen, da kann man davon. Und wir haben noch was für später mal. Dann wenden wir die. Seht schon, wenn schön goldbraun. Und gehen langsam jetzt bei der 2. Runde wieder auf. Das Backpulver mischt die Eier. Schon mal nebenbei schon noch ein bisschen wieder aufräumen, dass wir Platz haben. Kommen wir nachher nämlich nochmal zu einem zweiten Gericht, das wir quasi auf 3 aufteilen. Wir haben was für die Fisch- und Fleischliebhaber und dann auch wieder was für die, ja, die nicht so gerne Fisch oder Fleisch essen. 2 Pancakes sind schon fertig. Zack. Nächste Runde. Können wir jetzt mal starten. Jetzt die Pfanne schon ein bisschen heiß, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, dass die uns jetzt hier nicht natürlich verbrennen. Aber ihr kennt ja alle euren Herd, wie er sich am besten hinstellen lässt. So, jetzt haben wir schon ein Ei reingekriegt. Ein bisschen runtergehen mit der Hitze. Und dann backt ihr die ganze Masse aus und dann habt ihr ja, einen guten Vorrat als Frühstück. Variante, die ihr natürlich dann noch separat belegen könnt. Nochmal extra Quark angerührt mit ein bisschen ja, Vanille drin oder auch Alternative kann man ein gutes Proteinpulver mit reinbringen, um noch ein bisschen Geschmack zu kommen. Oder halt ganz viel mit Früchten dekorieren, garnieren. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Ich packe jetzt erstmal fertig und dann werden wir mal sehen, was so rauskommt. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier aus der ganzen Masse insgesamt 12 Pancakes rausgekriegt. Ich denke, das ist eine schöne Menge. Ich würde vorschlagen, als Proportion so 3 Stück. Könnt ihr jetzt mal schön hier auf dem Teller anrichten. Schön 3 Stück übereinander. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr ein bisschen crunchy haben wollt dazu, ruhig Mandelsplitter oder Mandelspalten, wie ihr möchtet, in der Pfanne, bisschen goldbraun. Ganz leicht, ohne Öl, ohne irgendwas anderes, kannst du mal ein bisschen Farbe geben. Ruhig auf einer hohen Stufe. Und dann könnt ihr schön hier mit frischen Himbeeren oder gefrorenen Früchten, so wie ihr es habt, das euch ein bisschen hübsch anrichten. Gerade jetzt in der Zeit, wie viele zu Hause sind, mehr Zeit miteinander verbringen. Ruhig auch hier die Himbeeren schön drapieren. Und dann, wie gesagt, entweder arbeitet ihr mit Ahornsirup oder mit leicht süßem Honig und den Eiweiß drüber, den Himbeeren auch ein bisschen schick anrichten und dann die Mandeln leicht Farbe kriegen. Dann muss man mal drüber streuen. Könnt ihr euch schon vorbereiten, wie ihr möchtet oder wer es gerne warm haben möchte. Macht es halt nebenbei. Das wieder ausmachen. Löffel und dann drüber und schon sind die Mandeln fertig. So, das sind unsere Pancakes, Protein-Pancakes mit Quark, Dinkelmehl, Eiern. Rezept, wie gesagt, können wir gerne nochmal nachblenden und ansonsten lasst es schmecken. So, wie versprochen, kommen wir jetzt noch zu einer anderen Alternative. Mittagessen oder ja, leichtes Abendbrot kann man es auch nennen. Wir machen Kartoffelveggies aus ganz normalen kleinen Kartoffeldrillingen und der Süßkartoffel. Und dazu machen wir als Alternative, gibt es das Ganze mit Quark separat oder einer Hähnchenbrust oder nochmal für die Fischliebhaber mit einem Stück Lachs. Zeigen wir euch alles separat. Ich stelle jetzt erstmal mit den Kartoffeln. Wichtig ist dabei, dass ihr vorher schon mal euren Herd anmacht.
den Ganzen bei ungefähr 250 Grad brauchen wir für das ganze Gericht. Schon mal vorheizen auf 250 Grad und insgesamt kriegen wir die Kartoffeln eine halbe Stunde rein. Wir starten mit den Kartoffeln. Wir breiten auf unserem Backblech ein bisschen Olivenöl aus. Zur Not wieder mit einem Pinsel oder mit einem ganz normalen Küchentuch. Das Ganze hier schön einstreichen. So, Kartoffeln sind fertig. Die sind jetzt schon abgewaschen. Die schneide ich jetzt bloß einmal halbiert. Dann nochmal in der Länge durchschneiden. Wenn ihr was Braunes irgendwo habt, schneidet es ruhig weg. Das ist nicht so schön, das ist sehr bitter. Und dann verteilt ihr die ganz normal lose auf dem Backblech. Zum Schluss werden die nochmal gewürzt. Und sollen jetzt schöne Kartoffelveggies werden. Können ruhig ein bisschen gröber sein, die sind eine halbe Stunde drin. Und wenn ihr auf alle Fälle durch, braucht ihr keine Angst haben. So, die Süßkartoffel. Die schneidet immer gerne den Rand nochmal weg. Schale könnt ihr hier auch dran lassen. Das ist wie eine normale Kartoffel. Jetzt halbiert ihr sie am besten einmal. Und dann wieder ganz normal schöne, mundgerechte Stücken. Einfach euch rausschneiden. Und die auch wieder wild auf dem Blech mit verteilen. In der Zeit, wenn die Kartoffeln drin sind, kümmern wir uns um den Dip. Den habe ich jetzt schon mal leicht vorbereitet. Wenn ihr vorhin schon das Pancake-Video gesehen habt, hatte ich ja von 4 Esslöffeln Quark gesprochen. Das ist meistens nicht ganz eine Packung. Hebt euch den Rest auf, nutzt ihn da gleich mit rein. Für den Quark, den wir jetzt hier brauchen, den habe ich einmal hier. Salzen die Kartoffel, auch wieder ganz normal, ganz grob. Und wo ihr wisst, pfeffern wir das Ganze noch ein bisschen. So, ich habe mir überlegt, in dem ganzen Rezept kommt noch ein bisschen Knoblauch vor. Den schneide ich jetzt hier ganz fein und verteile den auch einfach hier mit drauf. Und ihr wisst, Küche ist ein Handwerk, Kochen wird mit Händen gemacht. Auch wenn man nach unten fliegt, ist egal. Salz und Küche sauber machen wir alle jetzt. Ja. So, wenn jetzt alles schön ein bisschen mit dem Öl, Salz, Pfeffer, Knoblauch vermengt sind, könnt ihr die ein bisschen auseinanderziehen. Alles schön ein bisschen draufliegen. Zack. So, wenn wir das haben, einmal Hände waschen. Sollte jeder kennen jetzt. In der Zeit. Unter den vorgeheizten Ofen schieben und dann geht's schon los. So, ich schiebe das jetzt erstmal vor den Ofen, dann machen wir den Quark fertig. So, dann schieben wir die rein in den Ofen, Tür zu, wie gesagt 35 bis 30 Minuten, 250 Grad und ihr habt eure Ruhe. So, der Quark ist jetzt dran, in dem die Kartoffeln drin sind bei uns. Was ich schon gerade gemacht hatte, waren die Knoblauch geschnitten, den könnt ihr hier euch jetzt auch wieder feine Scheiben runterschneiden und dann ganz normal zerkleinern, hacken, schneiden, so wie ihr es könnt. Wer es grob mag, macht ihn grob rein. Wer es ein bisschen feiner mag, macht ihn feiner. Kleiner Tipp von mir, denn wenn ihr möchtet, dass es am nächsten Tag nicht so unangenehm riecht, dann nimmt das Grüne drin raus. So, dann haben wir wie gesagt ein bisschen Salz für den Geschmack wieder. Dann nehmen wir Pfeffer. Das wieder nach eurem Geschmack, so wie salzig oder pfeffrig ihr mögt. Und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen gehackte Kräuter. Das ist ein Dreiermix. Wir haben einmal Schnittlauch, wir haben einmal Dill und wir haben einmal glatte Petersilie. Lässt sich ein bisschen leichter hacken. Dadurch könnte wir jetzt hier schon ja, so gute 3 Esslöffel mal reingeben. Oder auch 4. Salat hinstellen. Erstmal runternehmen. Dann haben wir schon den ersten schönen Quark-Dip für die Kartoffeln so separat. Wenn ihr jetzt möchtet, gerade jetzt zu der Zeit, die Sonne kommt noch raus,
könnt ihr euch das noch ein bisschen verfeinern, indem ihr ein bisschen abwiegt. Unbehandelte Zitrone, nochmal abgewaschen vorher. Einfach nochmal ein bisschen reinreiben. Um den frischen Kick nochmal reinzubringen. Und dazu auch noch eine Limette. Gleiche Stiel. Schön reinreiben. Gibt den Ganzen nochmal so einen Tick Frische. Leichte Säurenote. Gerade für die Alternativen, die wir gleich noch anbieten. Wenn wir sagen, wir machen den Lachs dazu. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Dann hätten wir schon den Quark fertig. Den können wir jetzt ganz normal zur Seite stellen. Ruhig noch mal kurz vorher probieren. Ja, dann mit dem Pfeffer ran. Schon schön die Zitrone durch. Noch mal ein bisschen Salz. Wer möchte, kann separat noch mal, um es ein bisschen flüssiger zu machen, ein kleines Stück Milch. Denn wir hatten ja schon Milch vorhin bei den Pancakes. Um ein bisschen glatter zu rühren. Kriegt dann nochmal eine schöne cremigere Konsistenz. So. So, jetzt kommen wir zu den zwei Alternativen. Ich habe gesagt, wir braten einmal eine Fleischvariante, also Hähnchenbrust in der Zeit. Und dann gibt es heute nochmal einen Lachs dazu. Kannst du mal den Herd jetzt mal wieder anmachen. Leichte Stufe. So. Wir fangen an mit dem Fisch. Ich nutze dazu natürlich erstmal ein anderes Brötchen. Du sagst, Fisch und Fleisch soll man mal trennen. Hier ein schönes Stück Lachs und tretet die Haut, lasse ich gerne dran. Ihr könnt es natürlich auf zwei Personen ein bisschen portionieren. Nehmt einfach die Mitte, schneidet einmal ganz normal durch und den Lachs separat. So, was machen wir mit Fisch? Dreimal S, säubern, säuern, salzen. Erstmal wieder klar abgespült. Danach säuern wir, salzen wir ihn und dann ist er noch ein bisschen gesäuert mit Zitrone. So, ein bisschen trocken machen wir ihn noch. Und lassen wir ihn ganz gut gespritzt in der Pfanne. Brate den jetzt auch nur auf der Hautseite an und lasst ihn dann halt in der restlichen Zeit einfach durchziehen, dass er leicht glasig wird. So, nur als Zitrone, jeder kennt es wahrscheinlich den Trick, einfach ein bisschen anrollen. Wenn ihr es zu Hause habt, ruhig mal einen Zahnstocher nehmen und dann einfach ganz normal schön rausdrücken. Ein bisschen Säure, salzen. Schön fertig. Dann haben wir die Pfanne, das ist wieder leicht warm. Mit einem kleinen Schluck Öl dazu. Und braten ihn jetzt schön auf der Hautseite an. Ja, kommt langsam. Braten ihn ganz langsam auf der Hautseite an. Wechseln wir uns das Brett für die Hähnchenbrust. Hier habe ich schon ein bisschen vorgeputzt, die Hähnchenbrust. Wir würzen sie ganz normal mit Salz und Pfeffer. Hier mal separat, dann auch in die Pfanne. Hier ein bisschen Öl rein.
Lachsfell. Der Lachs arbeitet schon sehr schön. Es knuspert. Langsam zurückstellen, auf Stufe 8 ungefähr erstmal. Können wir ruhig ein bisschen runternehmen, auch bei der linken Brust. Können wir dann separat einmal drehen. Schön goldgelb. So, die Kartoffeln haben wir jetzt auch eine halbe Stunde im Ofen drin gelassen. Wir hören, erfolgreich, schön knusprig. Schöner leichter Geruch vom Olivenöl oder vom Knoblauch. Wir richten das jetzt an. Einmal hier mit den Kartoffeln. Ein bisschen Süßkartoffeln mit dazu. So wie der mag, von der Menge halt her. Wie immer gesagt, das Ganze ist separat. Entweder nur so als Kartoffel jetzt oder Alternative mit einem Stück Fisch noch dazu. Und ein bisschen Mehl drauf machen. Zack. Oder mit einem Alternativ unsere gebratene Hähnchenbrust. Das können wir uns jetzt hier schön zweimal schräg anschneiden. Dann wirkt das Ganze noch mal ein bisschen netter auf dem Teller. Zack, zack, ein Stück Petersilie und noch ein bisschen frische Kräuter noch mal drüber. Und das wäre jetzt unsere Alternative. Proteinquark mit Süßkartoffeln und Normalkartoffeln. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Anregungen habt zu uns, schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten lassen wir uns jetzt den Rest noch schmecken mit dem Kameramann. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder und bleibt gesund.